Hallo, in diesem Video möchte ich mal wieder ein kleines technisches Setup für hybride Lehrformate vorstellen. Dafür sitze ich vor einem großen Display, einem Smartboard und da oben drauf ist ein Logitech Meetup Videokonferenzsystem. Um das es aber gar nicht gehen soll, das habe ich jetzt nur gewählt, weil die Kamera einen ganz guten Eindruck von dem Raum hier vermittelt. Ist ein Besprechungsraum oder ein Seminarraum an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Der ist auch ausgestattet mit einem klassischen analogen Whiteboard, um das es auch gleich gehen wird. Und das, was ich eigentlich in diesem Video hier zeigen möchte, ist hauptsächlich diese Kamera, die hier vor mir auf dem Tisch steht. Und auf die schalte ich jetzt mal um. Das ist eine Insta360 Link und dann sieht man, die macht erstmal aus meiner Sicht ein relativ gutes Bild, hat einen 4K-Sensor auch mit ziemlich großer Sensorfläche. Und das ist eine PTZ-Kamera, das heißt, die kann drehen, schwenken und neigen und zoomen. Und die hat auch ein bisschen KI eingebaut und hat so einen Tracking-Modus, den kann man aktivieren, ähnlich wie bei der OBS-Board-Kamera mit dieser flachen Handgeste. Und dann hat sie die Geste erkannt und blinkt mich einmal blau an, um mir zu signalisieren, dass das funktioniert. Und dann ist das das Schöne, dass man sich jetzt eben als Lehrperson ein bisschen freier im Raum bewegen kann und sich nicht darum kümmern muss, dass man aus dem Bild läuft, weil die Kamera einen ja eben verfolgt. Ähnlich wie die OBS-Board-Kamera hat die Kamera auch noch eine zweite Geste, mit der man sie steuern kann, nämlich dieses L. Und mit dem L kann man jetzt zoomen. Das funktioniert ein bisschen anders. Man kann eben das L nach oben halten in die Luft. Dann zoomt die Kamera rein. Und man kann das L halt auch ein bisschen nach unten schieben in der Luft. Dann zoomt die Kamera raus. Und das ist insbesondere dann ganz nützlich, wenn man halt vielleicht mal ein bisschen weiter weg steht, und hier irgendwas genauer zeigen wollen würde. Weil dann stellt man fest, dass die halt doch deutlich, 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 deutlich weiter reinzoomen kann, als das jetzt eben die OBS-Board-Kamera könnte. Das ist jetzt wirklich die volle Zoom-Stufe. Und wenn ich das L wieder nach unten halte, dann zoomt die Kamera auch genauso wieder raus. Und das ist schon echt ziemlich praktisch, dass man das halt aus der Ferne machen kann, weil man ja eben nicht irgendwie da sitzen muss oder stehen muss, wo man Maus und Tastatur oder irgendwas hat, womit man den Computer bedienen kann. So, jetzt wird das ja in so hybriden Lehrformaten, in Räumen, wo es so ein analoges Whiteboard gibt, auch immer mal vorkommen, dass Lehrpersonen nicht umhin können, praktisch magisch angezogen werden von diesem analogen Whiteboard, um hier irgendwas draufzumalen und draufzuzeichnen. Und ich zeichne jetzt mal irgendwas, was man jetzt so zeichnen würde in den Grundlagen der Elektrotechnik. Ich zeichne mal so einen Grundstromkreis und dieser blaue Stift. Ah, das sieht man schon, der hat schon seine besten Zeiten hinter sich. Ich glaube, der rote Stift hier, der ist noch ganz gut. Wir haben halt noch etwas kräftiger. Damit male ich jetzt mal den Widerstand hier. Und dann nehme ich mal noch einen grünen Stift und mache mit dem so ein paar Annotationen und sage hier, das ist irgendwie die Spannungsquelle und das ist der Widerstand. Und der grüne Stift hier ist auch nicht mehr der allerbeste. Und jetzt kann diese Kamera eben noch eine Besonderheit gegenüber der OBS-Board-Kamera. Und dafür habe ich hier diese vier Marker angeklebt. Das sind auch nicht die Originalmarker, die bei der Kamera beilagen, weil die kleben schon anders. Die habe ich halt einfach selber ausgedruckt und mit Klebeband hier rangeklebt. Und jetzt sollte diese Kamera noch eine weitere Geste kennen, nämlich ein V. Wenn man ein V in die Luft hält, und das sieht man, funktioniert jetzt nicht so wahnsinnig gut. Deswegen gehe ich mal einfach zum Computer hin und aktiviere mal diesen Whiteboard-Modus manuell. Und gehe mal so in das Bild rein, dass die Kamera halt hier diese vier Marker jetzt erkennt. Und dann darf man natürlich nicht vor dem Marker stehen. Und jetzt zoomt sie eben genau in diesen Bereich hier rein. Und ich kann mich jetzt auch hier natürlich irgendwie wieder bewegen und hier halt Sachen machen. Und ich ergänze mal jetzt noch ein bisschen was. Zum Beispiel das Ohmsche Gesetz U ist R mal I oder umgestellt nach dem Widerstand R ist U durch I. Der Widerstand ergibt sich aus Spannung durch Strom. Naja, und dann sieht man, man braucht halt irgendwie gute Stifte, dass das funktioniert. Man hat trotzdem halt so wie hier und hier irgendwo und hier drüben und so ein bisschen störende Reflexion, weil natürlich so ein analoges Whiteboard immer sehr stark reflektiert und einfach hier oben die Deckenlichter eben reflektieren. Jetzt, also so, es funktioniert. Wir werden gleich sehen, aus meiner Sicht gibt es bessere Lösungen. Jetzt sollte man eigentlich mit dieser Geste, ah ja, das funktioniert jetzt interessanterweise mal, die Kamera wieder auch aus dem normalen
Also wieder zurück in den normalen Modus bringen. Ich probiere es jetzt nochmal mit der V-Geste in die andere Richtung, aber das funktioniert nicht. Das müsste man jetzt wieder manuell am Computer machen. Also man sieht, so ein Whiteboard-Abfilmen, das geht so einigermaßen. Jetzt gibt es noch eine ganz nette Sache, die diese Kamera kann. Und dafür schalte ich mal nochmal zurück auf das Logitech Meetup-System und schwenke nochmal so ein bisschen runter. Nämlich, ich habe die Kamera jetzt hier mit Absicht auf einem Stativ eingestellt, was man so ein bisschen schwenken kann. Jetzt sieht man, nach 10 Sekunden schaltet sie sich schon automatisch aus in den Privacy-Modus. Und ich schwenke sie jetzt mal so, naja, ich sag mal ein bisschen mehr als 45 Grad nach unten. Und schalte jetzt mal wieder auf die Kamera um. Und dann sieht man, sie wird jetzt erstmal wieder mich filmen, weil der Gimbal eben ganz gerne erstmal in der horizontalen filmt. Und jetzt kann man die Kamera auf einen Overhead-Modus umschalten und dann funktioniert sie halt wie eine Dokumentenkamera. Und das wäre jetzt zum Beispiel für mich total praktisch, weil ich dann da Messgeräte drunter packen könnte. Ich schalte das jetzt mal ein, sodass halt das Display hier angeht und man sieht, man würde das Display ganz gut sehen oder halt irgendwelche Käbelchen, die ich hier stecke oder man könnte eben irgendwelche anderen tollen Artefakte in die Kamera halten, wie alte Disketten, die Fernbedienung von dem Logitech Meetup-System oder eben ja, wieder ein Beispiel aus der Elektrotechnik, irgendwelche Platinen, irgendwelche Schaltungen, an denen man jetzt Sachen messen könnte oder irgendwas zeigen könnte. Also einfach Sachen, die man sonst schwer in so eine Videokonferenz bekommen. Und ja, vielleicht hat man auch irgendwelche Druckerzeugnisse, die es einfach nicht in digitaler Form gibt. Ich habe jetzt mal hier den aktuellen Uni-Report und wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen durchblättere, mal irgendeine unverfängliche Seite öffne, dann sieht man, das kann man bestimmt auch ganz gut lesen, hat natürlich immer wieder das Problem mit diesen Reflexionen von den Deckenlichtern. Auf der letzten Seite sind auch Deckenlichter gezeigt aus unserem Foyer. Aber im Großen und Ganzen finde ich, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Und man kann diesen Overhead-Modus sehr gut nutzen. Ich schalte jetzt mal wieder einfach auf den normalen um und schwenke die Kamera mal wieder nach oben. Dann sieht man, dass das mit dem Gimbal relativ gut funktioniert. Und zeig mal noch, wie sonst so der Autofokus von der Kamera funktioniert. Das ist zum Beispiel mal die Verpackung von der Kamera. Dann sieht man, dass die doch recht clever ist jetzt zwischen der Fokusebene hier und meiner Fokusebene zu unterscheiden. Vielleicht noch als zweiter Hinweis, das ist das Mikrofon, was ich gerade benutze, ein Holyland Lark M1. Das hat eben auch einen Empfänger in der Mitte und zwei Sender. Den einen Sender habe ich jetzt hier gerade dran. Ich habe noch einen anderen Sender dran, weil ich noch parallel mit einem Handy gerade mal dieses Video aufzeichne. Und diesen zweiten Sender hier, den könnte man jetzt auch ganz wunderbar im Raum herumgeben. Sobald man den hier raus nimmt, aktiviert er sich. Und jetzt sollte ich, vielleicht klinge ich jetzt anders, vielleicht auch nicht, weil ich jetzt gerade über zwei Sender aufgenommen werde. Und wenn ich den jetzt einfach wieder rein Ecke, dann schaltet der sich auch wieder aus. So dass das eine ziemlich gute und einfache Sache ist. So, und jetzt haben wir ja festgestellt, okay, also Bild eigentlich super. Man kann verschiedene Sachen machen. Was vielleicht jetzt eben nicht so wahnsinnig toll war, war das analoge Whiteboard. Und da würde ich, habe ich glaube ich auch schon mal in anderen Videos gezeigt, eben immer empfehlen, sich so ein Wacom-Tablet zu holen, weil man damit einfach viel flexibler und viel schöner und viel besser schreiben kann. Und das mache ich jetzt mal einfach so, indem ich jetzt eben hier, nur um das mal zu demonstrieren, ein analoges Whiteboard, freigebe in der Zoom-Videokonferenz. Und jetzt kann ich eben hier, aus meiner Sicht tatsächlich viel schöner und viel besser genau die gleiche Schaltung zeichnen. Ich male mal nochmal diesen Grundstromkreis. Und man könnte natürlich auch einfach das Gerade-Linien-Tool wählen, um jetzt hier etwas zu zeichnen. Und hat dann den Vorteil, dass das, was man hier zeichnet, eben viel klarer, viel deutlicher zu sehen ist. Also für die Zoomies in einer Videokonferenz natürlich so oder so. Und naja, für die Roomies halt dann, wenn man eben einen großen, guten Projektor hat, einen Beamer. Und ich mache mal hier noch so die gleichen Annotationen.
Und das mit digitaler Tinte auf ein digitales Whiteboard zu zeichnen, hat natürlich den Vorteil, dass man das am Ende auch viel schöner und viel einfacher speichern kann, im Nachgang nochmal editieren kann, mit Leuten teilen kann. Und dass das halt genauso auch, ich stoppe die Freigabe nochmal, natürlich auch von einem anderen Computer funktioniert. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch einen zweiten Laptop zu stehen. Das könnte jetzt mal eben ein Zoomi sein. Und dann kann der Zoomi natürlich von seinem Rechner aus auch sehr einfach eine Bildschirmfreigabe machen und Sachen zeigen und könnte auch dort, ich habe jetzt hier wieder ein Beispiel natürlich aus der Elektrotechnik, und ich habe hier jetzt noch eben ein zweites Vakuum-Zeichentablet, ein bisschen kleineres, und könnte damit genauso hier Annotationen machen und könnte zum Beispiel mal hier irgendwie die Maschen markieren und sagen, das ist die Masche 1 und das ist die Masche Nummer 2 und das hier unten wäre die Masche Nummer 3. Und dann sieht man, dass man damit irgendwie viel schönere und viel coolere und viel bessere Sachen machen kann, als die, die man eben mit so einem analogen Whiteboard hinbekommt. Deswegen würde ich ja, die analogen Whiteboards einfach aus den Räumen ausbauen. Dann kommt auch niemand auf die Idee, da was ranzuschreiben und man hat halt nicht diesen Schmerz, diese Inhalte von dem analogen Whiteboard irgendwie für die Zoomies verfügbar zu machen in einem hybriden Lehrformat. Es wird sicherlich tolle Anwendungsfälle geben, auch für so ein analoges Whiteboard. Im Rahmen der Elektrotechnik und der Ingenieurwissenschaften sehe ich aber tatsächlich eher Vorteile, direkt mit digitaler Tinte zu schreiben. So, das ist eigentlich alles, was ich in diesem kleinen, netten Video, und ich mache dann die Bildschirmfreigabe nochmal aus. Das ist eigentlich alles, was ich in diesem kleinen, netten Video zeigen wollte mit der Insta360 Link-Kamera und einem Hollyland Lark M1 Zweikanal-Funkansteckmikrofon. Ein schönes, kleines, einfaches Bring-Your-Own-Device-Setup für hybride Lehrformate. Das voraussetzt, dass der Raum einen guten Beamer oder einen guten Projektor hat und vielleicht schon einen Rechner da hat oder man sich ansonsten zumindest eben noch seinen eigenen Laptop mitbringen müsste. Ansonsten Kamera und das Mikrofon sieht man beides nicht so wahnsinnig groß, passt ohne Probleme noch in jeden Lehrpersonen-Rucksack mit rein.